Hallo Freunde! Hallo Karamella! Sind wir hier auf einem Wiesenfest? Nein! Karamella, du bist ein Volkskundemuseum von Dietenheim. Wir machen einen Familienausflug daheim, wir bleiben den ganzen Tag da. Familienausflug ins Volkskundemuseum? Museum? Das heißt, hier kann ich etwas anschauen. Aber kann ich hier auch etwas erleben und entdecken? Vieles! Du kannst da entdecken, wie unsere Omas und Opas gelebt haben. Auf der Kegelbahn hat schon mein Opa gekegelt. Der ist über 100 Jahre alt. Oh, Kegeln! Ja, kegeln wir zusammen! Ja. Gehört Putzen auch zum Familienausflug? Nein. Heute helfen wir Manuel. Er zeigt uns, wie die alten Gegenstände im Museum aufbewahrt werden. So heißt Inventarisierung. Interessant. Wie geht das? Zuerst reinigen wir die Gegenstände. Wir putzen sie mit Wasser und Seife. Dann schmieren wir die Eisenteile mit Vaseline ein. Dann bekommt jeder Gegenstand eine Nummer, die wir später aufschreiben. B, B, 4, 8, 2, 7. Und mit der Nummer wissen wir, wo welcher Gegenstand im Museum steht. Ja, das ist eine gute Methode. Darf ich es probieren? Ja. Nur die Eisenteile mit Vaseline schmieren. Karamelle, der Bottich ist jetzt fest. Komm und hol und bring in die Kälte. Sofort, sogleich.
Barockgarten. Ich wollte ja in den Garten gehen. Hallo, eine Ausfahrt mit der Kutsche? Ja, also ungefähr. Früher sind die reichen Leute mit der Kutsche gefahren. Die Kutsche hat den Freiherrn Anton von Sternbach geherrscht. Er hat da gewohnt, im Ansitz von Meier am Hof. Los, fahren wir mit der Kutsche! Hi-hat! Kommen. Hopp. Danke schön, my lady. Da in Stadel von meinem Hof kannst du die ganzen Holzwerkzeuge schauen. Das ist die einzige Trendel, was es noch gibt. Mit der haben die Bauern früher das Korn gedroschen. Hoho, im Winter mit dem Schlitten und dem Holz ins Tal rauschen, das muss aber toll gewesen sein. Ja, Holzarbeit ist Mandarbeit gewesen, aber es ist auch immer gefährlich gewesen. Hm. Köchen, waschen und Wölle spinnen, das ist Frauenarbeit. Die Kinder haben früher die Gosse gehilft. Karamella, du kannst Sicheln und Sensen zeichnen, die was die Bauern zum Kornschneiden gebraucht haben. Däumchen kannst du Werkbänke zeichnen, die was sie öfter am Hof gebraucht haben. Die schaue ich mir an. Die Menschen bauten richtige Maschinen aus Holz. Heute sind sie aus Metall und Plastik. Oh. Mhm.
Endlich habe ich euch gefunden. Da zwischen den Bahnhäusern rennen wir gang damit um. Der Häuser kennt kreuz und quer von Südtirol. Oh. Das ist ein Bauernhaus aus Wielwald, aus dem Pustertal. Mit Blumen, Balkon und einer ganz interessanten Dachrinne. Caramella, das ist ein Puntschüssler. Bitte, was? Puntschüssler. Das ist eine Pinkelusche. Oh. Das haben die Bäume draußen als Klo benutzt. Die Gärtchen haben auch Töpfel gehabt. Klar. Und wie schaut so ein Bauernhaus aus? In einem Bauernhaus hat es Zimmer ohne Heizung gegeben. Eine Kuchel, eine Vorratskammer. Und eine Stube. Sam hat die ganze Familie gelernt. Ja, Caramella, mein Opa hat die hennigen Reichen repariert. Aha! Oh. Dem fehlt ja ein Zahn. Dem fehlen schon mehrere Zähne. Früher hat man diese Sachen alle selbst repariert. Das war zu teuer, das zu richten. Oder man hat einfach kein Geld gehabt. Aber man hat Zeit gehabt, vor allem im Winter. Der Schmied hat ein Eisen hergerichtet mit einem runden Loch, damit es dann auch so schön rund rauskommt. Und da klopft man drauf, das mache ich jetzt. Dann kommt der nächste Rolling drauf. Und die runde Form ist draußen. Oh, ein neuer Zahn. Probier's jetzt einmal klopfen, schau. Schöne Reihe noch, fangst du an. Nächste macht weiter. Nächste weiter, mit jeder mal klopft. Dann flott einen neuen Rolling drauf. Nächste Mädel drauf klopfen. Und jetzt kommt der nächste Arbeitsschritt, dass man an so einen solchen Rolling auch eine Spitze hingemacht hat. Und wird dem Rechen angepasst. Und hier mal da Spitzen. Und wenn wir mit dem Messer arbeiten, immer vom Körper weg und auf Abstand zu den Mitschülern, damit nie jemand verletzt wird. Dann habe ich hier einen Rechen und dann wird der Rechenzahn schön eingepasst. Von der unteren Seite, weil der Rechen durch das Rechnen geht der Druck von unten nach oben. Und dann kommt er unten rein, dann noch der Stiel rein. Und er ist fertig. Und da haben wir schon das Hai hergerichtet zum Zusammenrechnen. Los! Nach der Mitte. Ja. Ja.
ist denn das für eine Pflanze? Das ist der Flachs. Da hat man früher die feinen Stoffe draus gemacht. Und die haben sie jetzt ausgelegt, damit er es durch den Morgentau wie verrottet und trocknet und verrottet. Und da könnt ihr es einmal, wird einmal ein bisschen reiben, dann seht ihr es, wie leicht dass der Faden dann rausgeht. Das geht leicht, gell, Kinder? Mhm. Und da wisst ihr, also da können wir jetzt nachher mit den Brecheln das da durchklopfen, dann werdet ihr sehen, wie da schön der Dings wegfällt. Schau bitte mal. Seht ihr, wie es hinfällt? Und dann lässt der Faden frei. Möchtest du es auch probieren, Kinder? Ja, alle drei noch. Komm. Da hin und da klopfen. Die hilft dir. Und auch noch hinfahren. Das geht schon. Klopf live fest. So, Kinder, und jetzt können wir es kampeln. Mir gibt schon kein das, wie das ist, wenn man lange Haar kampelt. Schau bitte mal. Das ist ja wie wenn man viele Schrattel in die Haare hat. Und da muss man schon aufpassen, weil es ist sehr spitzig. Dass man nicht sie bluten kann bei der Arbeit. Magst du das sicher? Karamele, greif um, wie das falsch. Wow, wunderbar. Und wie geht es weiter? Ja, jetzt ist es wie Haar. Und dann wird es zusammengedreht. Und auf die Seite gelegt, bis die Spinnerin kommt. Die macht dann einen Faden draus. Und dann ist gut. Ja, die Technik von dem Spinnrad ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wir haben da an der Seite ein Pedal. Das Pedal wird getreten. Deswegen tut sich das Radl an der Seite auch bewegen. Das Radl ist mit einer Schnur mit an der Spule verbunden. Und der Faden, den was ich jetzt da herstelle, der tut sich auf der Spule aufwickeln. Vom Material her habe ich hier Flachs ist Leinen. Das Material ist ziemlich rau, grob und hart, die Faser. Die Faser ist auch lang, deswegen brauche ich da auch viel Platz. Ich kann da weit ziehen, viel Platz brauche ich da. Und wenn die Faser ganz lang ist, dann wird ein schöner Faden. Wenn wir fertig gesponnen haben, also eine volle Spule haben, dann müssen wir die Spule austauschen. Verena, möchtest du mir helfen beim Spule austauschen? Danke. Jetzt können wir das Ganze ausheben. Und wo hat sich das Dornröschen etwa gestochen? Bei der Spindel. Bei der Spindel da, gell? Das ist richtig. Wenn wir jetzt die Spule austauschen möchten, dann tun wir die einfach ausheben. Und schau, heb sie einmal so. Und jetzt kann man, und das macht die Andrea, das wieder da einschieben. Alben mit der Vertiefung auf der rechten Seite, wo es Radl ist. So gut gemacht. Jetzt haben wir die Spule eingespannt. So, und jetzt probiert es einmal.
sie essen ja schon. Hunger, Hunger. Oh, das ist mein Kaiserschmarrn. Wir essen heute die Bahn frei auf dem Feld. Vielen Dank, liebe Freunde. Das war ein tolles Abenteuer hier im Volkskundemuseum Dietenheim. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann kommt mit eurer ganzen Familie und bleibt einen ganzen Tag. Auf Wiedersehen! Wiedersehen!